Also ich glaube, das entwickelt sich hier zu einem sehr langen Kampf. Ja. Ich habe mir gerade noch mal wenigstens ein ordentliches Steinchen hier gedeppert. Das ist schön. Ah, der war da nie. Oh, jetzt kommt unter meinem Kopf hier, oder auch nicht. Das lief sonst immer irgendwie besser. So. Warum kriege ich jetzt hier keine Heilung von meinen lustigen Heilungsgranaten? Jetzt. So, da ist er. Der Wurm. Komm raus, Wummi, Wummi, Wurm, komm. Böses Würmchen, ganz, ganz böses Würmchen. Boah. Wenn du so mit ihm redest, kommt er nicht raus. Und unter der Erde kriegen wir ihn nicht. Kanal, da. Warum hauen wir eigentlich jetzt nicht ab? Wir können doch jetzt auch einfach theoretisch abwarten, bis er hier so ein bisschen den Toten macht. Oder du. So. Boah. Habe ich da nochmal Schwein gehabt, ne? Vielleicht sollten wir so ein bisschen Feuersteine schießen. Ja, ja. Ah! Ah, du bist tot. Ja, der hat mich voll aufs Face geschubst. Voll aufs Face geschubst? Das ist ja gar nicht toll. Ja, voll auf die Fräse gefallen. Nöck. Komm mal runter den Kopf hier. Boah. Warum schieße ich bei sowas immer daneben? Ne? Das gibt's nicht. Jetzt aber hier ordentlich eine reingedonnert. Ja, so zieht er sich wieder. Der Feigling. So, heil dich mal. Kann nicht, ich habe hier schon eine andere Magie beim Anschlag. Boah. Ich will's wissen, ne? Das ist ja blöde Wurm hier. Boah, gibt er mir noch derbe einen mit seinem Schwanz mit? Irgendwie wird das hier nichts, wenn ich das probiere. Ich lasse es sein. Ich lasse es einfach sein. Jetzt brennt er immerhin ein bisschen. Wenn es so gesehen, es ist zwar ziemliches Zergen, aber wir kriegen ihn auch irgendwie down. Ja, irgendwie trifft es ganz gut. Na, jetzt aber hier. Genau, das epische Schwert. Bams! Achso, ja, können wir nicht. Nein! Boah, Glück gehabt. Komm los! Ui, da hast du ihn schön erwischt. Ah, hab ihn da aber auf die Fresse gegeben. Ja. Aua! Du solltest ihn nicht heilen. Guck mal, ist er tot, der Wurm. Wieso? Na, weil ich ihn derbe eine verbrutzelt habe hier mit meinem derben Feuerstein. Level geschafft! Juga fast tot. Draki hat den Tag gerettet. Und dann ist er direkt mal umgefallen. Auf alle direkt Fälle. Gesagt, du, Draki ist zu stark für mich, ich leg mich dann mal schlafen. Kapitel 3. Die Rache der Zauberer. Für die Rettung des Dorfes Thunderhead war eine Kutschfahrt nach Havindir, wo der wahre König sie erwartete. Und just als sie die Stadttore erreichten, fiel die erste Schneeflocke. Ich mag Schnee. Schnee. Ich mag Züge. Pff, und nicht vergessen, wenn einer deiner Kumpel stirbt, kannst du dessen Ausrüstung klauen. Fuck yeah. Oh Gott. Was macht Vlad denn da? Das wird er uns gleich sagen. Oh, ihr seid es. Ich hatte gerade einen kleinen Snack. Ich meine Schnack mit einem der Highlander. Weiter nördlich gibt es ein Dorf. Thunderhead. 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 Ist ja voll Thunderhead. Boah. Sie versorgen Havindir mit Schießpulver und schiffen regelmäßig Ladungen dorthin. Ich spüre, dass sie euch mitnehmen würden. Ui, das klingt gut. Da müssen wir hin. Was haben wir hier? Untersuchen. Oh ja, untersuchen. Thunderhead da lang. Yeah. Okay, ich gehe da lang. Ja, hier geht's nur in den Busch rein und. Guck mal, ein Dorfbewohner, ja. Neulich hatte ich den lustigen Tipp, ein Schaben gehört zum Spiel, du brauchst nur einen Kumpel, der dich wiederbelebt. Da, danke. Richtig. Seid gegrüßt, Reisender. Ich hörte Geschichten von Bestien, die Menschen in der Hölle dir angreifen. Also habe ich meine Windmühle aufgegeben. Aha. Ja, nicht schlecht, ne? Der Mann sorgt wenigstens vor. Wo willst du hier... Oh, das Feld hier abbrennen? Willst du hier ein paar Rüben grillen?
Doch, gibt Grillrüben. Doch, guck mal, es geht. Ja, ich gehe da mal weiter. Gibt geschmorte Rüben zum Abendbrot. So, wen haben wir hier? Bleibst du mal gefällig stehen? Mit dem können wir gar nicht sprechen, aber wir können mit ihr sprechen. Hilfe! Plünderbestien! Ih, ist ja ekelhaft. Ist ja voll uncool. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mache mal. Neulich hat uns einer in den Comments einen meiner Lieblingsverzauber empfohlen. Den kenne ich nicht schon, aber der ist lustig. So, so ja. Jetzt bin ich auch gleich mit tot. Kannst du mich mal bitte wiederbeleben? Immer stirbst du bei Magika, ne? Doch auch. Du bist übrigens gar nicht tot. Du stehst da hinten. Ich bin gar nicht tot. Ich stehe da doof rum und lass mich verprügeln. Das ist ja geil. Ja, auch nicht schlecht. Wäre ich mal tot gewesen. Na. Genau, den will ich. Den will ich. Wenn ich jetzt nicht hier A, S, D und dann hier und dann derbe und dann macht das hier BAM und dann fliegen die voll durch die Gegend. Dann habe ich hier voll die Granaten auf dem Boden gemacht. Ich auch, guck mal. Ja, du hast dich auch gleich mal selbst gesprengt. Ja, so gehört sich das hier in diesem Spiel. So, jetzt mal die Mega-Heilung. Gibt's hier irgendwas? Ja, meine Knarre. Dann meine Leiche. Dann können wir hier in dieses Haus hinein untersuchen. Sie ist verschlossen. Na, verdammt. Wenn übrigens irgendjemand weiß, wo wir hier geile Magiken finden, könnt ihr das auch mal gerne in den Comments schreiben. Ich suche sonst immer hier blöd und der Yuga rennt immer weiter. Und deswegen finde ich mal keinen. Thunderhead. Guck mal, da hinten geht's zum Beispiel noch. Da ist ein Weg. Guck mal, da ist auch zum Beispiel eine Windmühle, die er ja aufgegeben hat. Da oben ist ein derbe Schwert. Das derbe Schwert. Das kannst du haben, wenn du möchtest. Die Flammenklinge. Ja. So, komm, dann zeig mal gleich, was die Flammenklinge so kann. Hell yeah! Untersuchen. Mhm. Süße Überraschung, sie ist verschlossen. Ja, oh mein Gott. Und da hinten geht's schon direkt weiter, da kommt ja der nächste Unhold. Guck mal hier, derbe Strahl. Was? Boah, da habe ich mal derbe daneben geschossen hier. Oh, du hast ihn angebrutzelt. Das ist immerhin was. Ich bin angebrutzelt. Guck mal, ich habe einen Stein gegen seine Birne. Da kommt der von da unten hochgehopst, ne? Der traut sich ja was. Ich glaube, du bist jetzt in der hopst der da schon wieder rum? Warte mal, wie ging denn nochmal? Willst du wohl sterben? Warte mal, ich will was ausprobieren. Du willst was ausprobieren? Wupp. Jetzt machen wir nämlich den hier. Ja, super, danke. Das ist mich schön geschockfrostet, Kollege. Ich bin noch in meiner Übungsphase. Ja, ja. Du bist wahrscheinlich noch den Rest deines Lebens. So, jetzt habe ich nämlich hier fett gemacht. Deswegen lipp ich dich hier auch so durch die Gegend. Jetzt brennt es hier ganz derbe. So. Na, ich glaube... ich bin gestorben. Nee, bin ich doch nicht. Ich bin nass. Und ich sollte mal die Schildmagie endlich mal loswerden, dass ich meine lustige Heilung hier auf den Boden werfen kann. So, und jetzt sollte ich mal gucken. Oh, ich liege jetzt einfach mit meinem Schwert um. Nicht direkt bam, sterbe. Bam. Ich hab's aber auch heute wieder mit dem Aiming, nämlich quasi gar nicht. Also alles wie immer quasi. So, warte mal. Nicht. Das war jetzt der falsche. Die uralte brachiale Gewalt. So. Ich kann nicht mehr weg, weil ich in meinem eigenen Feuerkreis gefangen bin. Guck mal, sieht cool aus. Granate! Hier. In die falsche Richtung. Jetzt aber hier. Na gut, dann muss ich jetzt hier wohl durch. Geh durch. Wo denn? Da waren wir ja eben schon. Ja, jetzt laufen wir hier erstmal weiter. Guck mal, Kontrollpunkt. Ein Kontrollpunkt. Wer hätte das gedacht? Ja, kriegt man keine Feen, weil man muss sich ja hier gegenseitig wieder beleben. Aua. So, mehr. Hast du mich gerade angebritzelt? Ich wollte es. Ich britzel dir auch gleich eine. Hier. Oh, ich halte dich auch. Weil ich dich nicht hab. Nee, du heilst die Gegner. Ja, die sind da eh noch voll. Ja. Ja, so möchte ich das in sehen. Your face hier. Ordentlich Gulasch gemacht. Gibt's wieder komplett am Spieß. Ja. So, jetzt können die alle mal eine Runde brennen. Und verrecken. Brennen, ja, oder so. Ja, ich hab durch dich durchgeschossen. Machen das nämlich die Oberkugeln. Ich hole hier gerade die Gegend. Oh, guck mal hier im Picknick. Guck mal, Picknick. Niet. Gib. Du hast auch was zu essen ab. Ein Goblin-Picknick. Lecker. Oh Gott, Vlad!
Mensch, Vlad, olle Socke, bei dir mit. Diese verfluchten Bestien, die Brücke wurde sabotiert. Ja. Tragisch jetzt. Das einzige Vernünftige wäre jetzt, das Luftschiff zu klauen und nach Havindir zu fliegen. Ja, dann fliegen wir mal. Dann klauen wir mal das Luftschiff. Ja, wir klauen mal. Yay, los geht's. Die ganze Move. Geht's endlich los hier? Wir dringen dorthin vor, wo noch kein Mann vordrang. Ich spiel Pilot, ihr steht Schmiere. Okay. Dann flieg mal los, Vlad. Vladi, olle Socke. Und es geht los. Ja, let's fly again. Oder so ähnlich. So. Ja, jetzt haben wir einen epischen Luftschiffkampf. Gegen die Typen da drüben. Wir machen jetzt hier die Goblins voll platt. Ja, erstmal lasse ich sie eine Runde burnen. Ja, ich burn hier auch gerade. Oh. So, die sind alle verbrannt. Noch ein paar Kugeln. Oh, stehen wir doch nicht immer vor der Flinte rum. Du stellst dich mit deiner Flinte hinter mich. So sieht's aus. Genau. So. Wir vertrocknen hier, nachdem du mich nass gemacht hast. Ob die Leiche noch gleich runterfällt? Nein, fliegt sie nicht. Guck mal, da liegen Waffen in der Luft. Das sind Zauberwaffen. Die können nämlich fliegen. So, und los geht's hier. Guck, der bleibt dann die nächste Runde hier. Nächste Runde. Oh, Granate! Blutorgie. Das war ein Feuerball. So. Den erledige ich jetzt so. Oh oh. Oh oh. Bams. Bam. Hast du mich gerade granatet? Nein, ich habe drüben granatet. Deswegen bin ich auch durch die Gegend geflogen. Das ist, weil dein Schwert kokelt. So. Der hier. Ah, verdammt, die Granate kommt nicht mehr an. Erstmal hier den blinden Passagier mal erledigen. Er hat nämlich keine Fahrkarte. Wir zwar auch nicht, aber das ist mir jetzt relativ egal. Ich hab das Schiff ja auch Du hast mich auf dem Gewissen. Ach, doch, nicht mich. Das macht mich jetzt aber traurig. Ja, das glaube ich dir direkt aufs Wort. So, Granate! Und nochmal Granate hier. Guck mal, ich kann eine Waffe klauen. Map. Tschö. Jetzt kannst du auch Granaten werfen. Ja, er hat direkt eine runtergeworfen. So, hoffentlich war da keiner. So. Sehr bescheuerten Granate! Und danke. So, wieso? Nee, danke an meine Granate, dass sie nicht getroffen hat. So. Das ist ein lustiges Schwert hier. So. Guck mal hier, jetzt gibt's Jetzt gibt's Saures! Du bist brennst. Ja. Yeah. Ich mal. Merk das schon. Mach mich doch nicht ständig nass. Das reicht. Vlad! Ich fühle eine große Erschütterung in meinem Dorf. Übernehmt das Steuer. Ja, danke, Vlad. Das ist schön. Sehr großartig. Ja. Und so. Vor allem und so. So, du tötest mich gerade wieder. Du hast mich getötet. Wie hast du denn SS wieder gemacht? Ja, das waren wieder deine etwas misslungenen Magiken. Was ist denn hier misslungen? Ich ziehe hier voll ab. Ja, merkt man. Wo bin ich denn? Du bist auf dem gegnerischen Schiff. Können wir mal rüber wackeln hier? Danke. Ich habe hier astrein drüben getroffen, ne? Das war die Erschütterung. So, ich habe jetzt mal derbe... Oh, Hilfe! Oh, da wird einem direkt schlecht hier. Wer steuert denn diese Juckekarre? Niemand? Ja, die Tür ist von innen verschlossen. Danke, Vlad. Danke, Vlad. Großartig. Ich hatte noch eine Magie in der Pipeline. Ja, super. Dann sind wir jetzt mit Sicherheit an deiner Magie verreckt. Ach, Quatsch. Du bist schuld. Nein, wir leben noch. Aber guck mal, da hinten wartet schon jemand. Aber da vorne sind irgendwie Leute, denen ich nicht vertraue. Ich auch nicht. Deswegen Begrüßungsgeschenk. Ja, das ist ja großartig. Bam, mach hier mal derbe Feuerschneise und so. Ich habe Angst. Hilfe. Mutti. Doch keine Angst hier vor dem paar Horn-Ochsen. Ich wurde von den Klippen geworfen. Lebst doch schon wieder. So, dann habe ich die zwar auch mitgeheilt, das war jetzt... Bin doch so klein und hilflos. Ja. What? Ich werde mich gleich wieder runter hier. Ich habe meinen Helm verloren. Schon wieder? Ja, mal. Da vorne liegt da. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. So. Guck mal hier. Sowas kann ich auch. Mich kann keiner angreifen. Ich komme hier aber auch selbst nicht durch. Ich kann auch sowas hier.
Und wenn ich das jetzt so mache, dann gibt es einen riesen Bam. Und vorher muss ich mir mein Schild machen, da kann ich nicht mehr. Ja, ich bin doch, tot. Vorher muss ich mir nämlich mein Schild machen, weil ansonsten ist der Bam an die Fresse. Du bist schon wieder tot, Lusche.